Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Mast. Das könnte was werden. Lange Flanke. Keine gute Flanke. Spiel geht mit Einwurf weiter. Direkt der nächste Einwurf. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Kurz noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2. Hinten also die Dreierkette. Dann ein 5er Mittelfeld. Und vorne die beiden Stürmer. Matthias Fetsch. Kommt jetzt die Flanke rein. Kein guter Ball. Gibt Abstoß. Gefährlich. Ball an den langen Pfosten. Schade, da war sicher mehr drin. Eck in den Strafraum. Da können Sie klären. Sieht gefährlich aus. Luka Tankulic. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Ecke kommt rein. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Flanke jetzt. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Luka Tankulic. Ah, harte Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? Gedroht. Keine Diskussion, das ist ein Platzverweis. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt kann er die Flanke bringen. Schön gelöst, den Angriff im Keim erstickt. Kann er was draus machen? Klasse Pass. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Was macht er draus? Die Chance! Das ist noch gefährlich. Ganz knappe Sache, aber doch kein Tor. Auf der Linie können Sie gerade noch retten. Ja, ein bisschen Glück war dabei. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. In Österlund gerettet da eben. Sie kratzen den Ball doch noch von der Linie. Er holt sich den Ball. Chance zur Führung. Kein Tor! Tja, nicht die Führung, weiter dieses enge Spiel. Haben Sie sich so ein bisschen selbst zuzuschreiben. Und das ist der Ballverlust. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Und wieder ein Foulspiel und wieder eine Karte. Und dabei sind Sie schon in Unterzahl, das müsste doch Warnung genug sein. Erstmal geklärt. Sie holen sich den Ball. Gündüz. Gute Aktion. Matthias Fetsch. Na jetzt, jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Passt. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt wird's gefährlich. Da schießt er. Für Sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Das ist die Führung trotz Unterzahl. So musst du hier auch erstmal aufspielen. Jawohl, Wolf. Sie rufen hier eine richtige Energieleistung ab. Hoffen wir mal, dass Sie das auch bis zum Ende durchhalten können. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Pause. Zeit zum Durchatmen. Vor allem für das Team in Unterzahl ist es jetzt ganz wichtig, Buschik.
Ja, eins ist natürlich klar, wenn Sie hier eine Chance haben wollen, dann müssen Sie konzentriert und mit voller Leidenschaft auftreten. Sonst wird es natürlich schwer mit einem Mann weniger. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Da tut sich was an der Seitenlinie. Es wird hier einen Wechsel geben. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Macht er gut. Klasse Pass. Könnte jetzt was werden. Verteidiger ist dazwischen. Ecke kommt ins Zentrum. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Weg ist der Ball. Ein neuer Mann soll rein. Es gibt einen Wechsel. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Ist es das jetzt? Und den hält er fest. Gut gemacht. Ja, wir sehen es an den Zahlen. Sie gehen schlicht und ergreifend fahrlässig mit ihren Chancen um. Haben ja eine Gelegenheit nach der anderen. Aber wenn sie diesen knappen Rückstand noch aufholen wollen, dann müssen sie das Ding auch mal machen. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Auf Außen ist Platz. Was macht er draus? Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Ballverlust. Matthias Fetsch. Gündüz. Jetzt ist es gefährlich. Gündüz. Die Abschlussschwäche heute ist schon eklatant, Buschi. Ja, die Chancen spielen sie ja gut raus, aber da müssen sie auch mal was draus machen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Schönes Zuspiel hier. Gute Aktion. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Vorne der Ballgewinn. Ja, da fehlte einiges. Und das ist der Ballverlust. Und jetzt die Chance. Er gibt dem Elfer. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Den Eckball und wenn sie hier treffen, sind sie sicher durch. Ecke kommt in den 16er. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Void. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Liam Feeney. Guter Vorstoß, kann was werden. Sehr guter Einsatz. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Liam Feeney. Den Ball spielt er raus. Ballverlust hier außen. Papadopoulos. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. So, die Chance jetzt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend.
wichtiger Rang ja bekommen. Das war eine gute Chance. Aber es das haben sie sich verdient. Den Ausgleich wollten sie, das war zu spüren. Jetzt haben sie ihn. Und was geht noch? Es rappelt im Karton. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Der Abpfiff und das Spiel endet unentschieden. Sie teilen sich die Punkte. Das Spiel geht unentschieden aus. Und wer weiß, wofür dieser eine Punkt für die beiden Teams noch gut sein kann. Manchmal soll es eben keinen Sieger geben. Tja, nur ein Unentschieden für Sie heute.